Und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5 hier bei Explorer IP. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Sektenaußenposten. Und schauen mal, was da los ist. Die Green Busch Düngefabrik. Den Alarm. Ja, ein. Zwei. Und hier schon einen ausschalten. Möchtest du Beichte ablegen? Das war's, oder? Zwei Alarm. Ich hoffe, da war kein Dritter. Nachladen, Jungs, sorry, bin gleich wieder da. Okay, das scheint immer noch zu sein. Okay. Es kimmt. Kommen Sie, die fleißigen Ameisen. Du machst echt verflucht gute Arbeit, Jungsfund. Aber Eden's Gate wird nicht einfach so Däumchen drehen. Wenn wir zuschlagen, schlagen sie härter zurück. John wird versuchen, dich aus der Luft aufzuspüren und er wird bewaffnete Konvois auf die Straße schicken, um dich abzufangen. Zu töten. Pass bloß auf dich auf. Genau das, was uns gefehlt hat. Ein Killer, ey. Das Spiel, das ich je gespielt habe. Kann schon sein, dass sich der Aufwand für diese Bruchbude nicht gerade gelohnt hat. Aber die haben mit dem Dünger tonnenweise Sprengstoff hergestellt. Vielleicht können wir den ab jetzt für unsere Zwecke nutzen. Aber vielleicht lüftest du deine Klamotten kurz durch, bevor du zurück in die Stadt gehst. Jut, jut. Jetzt will ich auch eine Raubkatze haben. Danke. Du hast diesen Ort wie ein wahrer Held verteidigt. Ganz hilft nichts. Danke. Kein Loot. Mieze. Mieze. Danke. Gar nicht so leicht, eine. Ja. Guck mal im Laden vorbei, wenn du die Gelegenheit hast. Was denn? Ich lebe, unfassbar! Ich kündige, okay? Seitdem ihr Peggys hier alles gekauft habt, stimmt was nicht. Ihr tut irgendwelche Scheiße in den Dünger. Also, das meine ich nicht wörtlich, sondern Chemikalien. So. Okay. Was machen wir als nächstes? Ja, müssen wir so weit laufen. Wir müssen jetzt mal hier rüber, ne?
Sunrise Farm. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise Peter Explorer. Hier war doch gerade. Hier war doch gerade eine Geisel. Egal. Frag nicht. Stell nicht alles in Frage. Ausnahmsweise mal Muni. So. Wie gehabt, wir kommen als erstes im Alarm. Wenn denn welchen hier? Ziehe ein. Zwei. So, mal wieder komplett rum. Wir müssen einmal rum. Genau. Das war Nummer 1. Nee, ich bin nicht gedruckt. Okay, warum nicht? Warum nicht? I don't know. Das war die Sunrise Farm. Obst- und Gemüsegebiet hier. Explorer, warum schreist du so? Ja, weil es kann. Entschuldigung. Die Sünde ist allgegenwärtig. Meinst du, du kannst mir hier zur Hand gehen? Sie treibt uns zu unaussprechlichen Taten. Ja. Ich kenne das Gefühl, das dich antreibt. Ich kenne es aus persönlicher Erfahrung. Aber ich kann dir helfen, Sekte losgeworden bist. Ich könnte Hilfe brauchen, um den Laden wieder in Schuss zu bringen. Ich kann deine Seele reinigen.
Es wird schwierig und es wird schmerzhaft. Aber es wird sich lohnen. Meine Leute sind auf dem Weg zu dir. Sie werden dich zu mir bringen. Kämpfe nicht, denn je stärker du dich wehrst, desto gründlicher werden wir deine Seele schrubben müssen. Ganz ruhig, komm. Verflucht nochmal. Du hast schon mal so richtig in die Cornflakes gepisst. Der wird dir alles entgegensetzen, was er zu bieten hat. Pass bloß auf dich auf. Dutch out. Du wurdest gezeichnet. Weißt du jetzt was? So, okay, wir suchen uns das nächste Ziel aus. Was haben wir hier? Prepper-Versteck. Mach mal das. Wo bist du, Prepper-Versteck? Das Haus ist was für Liebhaber, wie man so sagt. Welches haben wir denn jetzt markiert? Das da. Alter! Achtet auf euer Feuer! Wir dürfen ihn nur einmal treffen! Kommt ihr denn jetzt her? Wir brauchen den Deputy nicht entwischen! Ein Blitzgeschoss sollte ausreichen! Okay, das war wohl gewollt. Entführt! Wir nicht zu entscheiden. Bring ihn runter zum Wasser. Die Reinigung beginnt heute Nacht. Die Vergangenheit abwaschen. Wir möchten unsere Sünden bekennen. Wir müssen Buße tun. Denn nur dann können wir im Lichte Gottes stehen und durch sein Tor gehen ins Paradies. Der da nicht er ist nicht rein. Verspottest du die Reinigung, John? Nein, Joseph. Du musst sie lieben, John. Lass dich von deiner Sünde nicht abhalten. Bring den zu mir. Trotz allem, was du getan hast, kannst du immer noch erlöst werden. Du bist nicht irrtümlich oder zufällig hier. Du bist hier durch die Gnade Gottes. Du hast ein Geschenk erhalten. Nun bleibt abzuwarten, ob du dich entscheidest, anzunehmen. Oder ob du ablehnst. Er wird die Entzündung erreichen. Oder
oder die Tore nach Eden bleiben auch für dich geschlossen, John. Ja, Joseph. Egal wie belanglos, egal wie klein. Ich entreiße sie dir. Dann sehen wir, ob du die Entsühnung wert bist. Wenn wir einfach sofort beichten, wird alles gut, oder? Nein. Erst wird es schlimmer. Wieso? Weil eine Beichte ohne Schmerz keine echte Beichte ist. Ihr schreit eure Sünden heraus, dann tragt ihr sie auf eurem Fleisch, bevor John sie euch abnimmt. Ein wunderbares Gefühl. Verfluchte Peggys! Sei kein Erbarmen. Bleib bei mir. Nach dem ganzen Ärger wollen wir dich nicht wieder verlieren. Die Reinigung ist toll, das schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.